Schluckpuck ist ein Pokémon mit dem Typ Gift, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Schluckwech. Schluckpuck ist ein kleines, rundliches, gebautes Pokémon, das grün, gelb und schwarz auftritt. Aus seinem Rücken ist ein schwarzer Bereich in Form einer Raute zu sehen. Sein Horn ist gelb und der übrige Körper somit grüner Farbe. Das Pokémon besitzt einen runden Körper und besteht fast ausschließlich aus einem Magen. Auf seinem Kopf wächst ein langes, schmales Horn, das nach hinten wächst. Sein Gesicht besteht aus den stets geschlossenen kleinen Augen und dem relativ dicken Mund. Seitlich vorne wachsen die beiden Hände, die dieselbe Form wie der Mund aufweisen. Schluckpuck bewegt sich mit Hilfe eines großen Fußes fort, der unmittelbar mit dem Körper verbunden ist. Und in der Shiny-Form sind die grünen Körperbereiche hellblau gefärbt. Schluckpuck ist nicht besonders stark, aber verhältnismäßig robust. Der Magen dieses Pokémon enthält eine gefährliche giftige Substanz, welche sogar Eisen zersetzen kann. Indem es Giftattacken wie Säurespeier oder Rülpser einsetzt, nutzt es diese Substanz, um Gegnern zu schaden. Es beherrscht außerdem einige Statusattacken des Typs Gift wie Magensäfte oder Toxin und Normalattacken wie Gena und Entfessler. Schluckpucks Fähigkeit Kloakensoße verhindert, dass gegnerische Kraftpunkte absorbierende Attacken genutzt werden können, um die Kraftpunkte des Gegners zu regenerieren. Stattdessen schaden sie diesen. Des Weiteren verhindert die Fähigkeit Klebekörper, die einige andere Schluckpuck besitzen, dass Gegner dem Magen-Pokémon das getragene Item gewaltsam entfernen. Die bei nur wenigen Schluckpucks aufzufindende versteckte Fähigkeit Füllerei bewirkt, dass es Beeren, die für gewöhnlich erst bei 25% der maximalen KP verzehrt werden, bereits bei 50% seiner maximalen Kraftpunkte verzehrt. Schluckpuck lebt an dunklen Orten wie Ruinen, Höhlen und Dschungeln. Das Herz und das Gehirn dieses Pokémon sind verhältnismäßig zum Körper, der fast nur aus dem Magen besteht, winzig. Es ist in der Lage, Dinge, die so groß sind wie es selbst, in einem Schluck zu verschlingen. Im Magen von Schluckpuck wird eine Flüssigkeit produziert mit Enzymen, die alles verdauen können. Man sagt, es zersetze sogar Gusseisen. Während des Verdauungsprozesses entstehen eklige, penetrante Gase. Dabei ist Schluckpuck der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Schluckwech entwickeln. Die breite, rundliche Form mit rautenförmigen Muster, welche die hauptcharakteristischen Merkmale von Schluckpuck darstellen, werden nach der Entwicklung beibehalten. Schluckpucks Körper ist grün, seine Rücken schmückt eine schwarze, rautenförmige Färbung. Dies vervielfacht sich nach der Entwicklung. Um die Taille des nun violetten Körpers zieht sich nun ein schwarzer Gürtel aus Rauten. Am Kopf trägt Schluckpuck ein gelbes Element in Form eines Horns am Kopf. Dieses gelbe Element ist nach der Entwicklung im Gesicht zu sehen. Schluckwech besitzt zwei lange gelbe Barthaare. Während Schluckpucks Körper fast nur aus einem Magen besteht, ist seine Weiterentwicklung ein großer giftiger Müllsack. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung auf Level 26 ausgelöst und mit dem Typ Gift nimmt es halben Schaden gegen Kampf, Gift, Käfer, Pflanzen, Fee-Attacken, doppelten Schaden gegen Boden- und Psycho-Attacken und der Rest macht normalen Schaden.